Ja, liebe Damen und Herren, ich begrüße Sie zu der für mich privat fröhlichsten Session. Ich begrüße in der Runde Robin Lerch. Hallo Robin. Hi, grüß dich. Und der Grund dieses Interviews ist es, mal jemanden zu präsentieren, der so wie die Faust aufs Auge zu Hiscox passt. Hiscox ist Spezialversicherer, das heißt, wir haben mit speziellen Zielgruppen zu tun. Und nicht selten arbeiten wir natürlich mit Zielgruppenmaklern zusammen. Und spannend an den Zielgruppenmaklern ist deren Geschichte und vor allen Dingen auch die Geschichten rund um ihre Zielgruppen, über die wir gleich mit Robin sprechen. Ich darf Robin kurz vorstellen. Er ist Geschäftsführer von Grenzenlos Sicher, seit 2021 internationaler Versicherungsexperte für Digitalnomaden, Expats und Auswanderer. Er lebt selbst als digitaler Nomade und im Ausland und aktuell, ich habe ihn immer geärgert mit Thailand, aber es ist Bali. Er ist aber auch Gewinner des Jungmarkt Awards 2022, also ein designierter Titelträger. Ausbildung Kaufmann für Versicherung bei der Nürnberger und Bachelor of Arts in Business Studies an der Friedrich-Alexander-Uni in Nürnberg. Robin, habe ich irgendwas vergessen? Nee, eigentlich alles wunderbar wiedergegeben. Wirklich top. Super, und du bist jetzt wirklich auf Bali. Kannst du einmal bitte allen zeigen, wie du da sitzt? Das ist ja Ja, der mache Eiffel ich vom Leib. gerne. Also die Das Sonne ist schätze leider schon fast untergegangen, aber das ist jetzt wahrscheinlich der Coworking Space. Da ist mal die Yoga-Session jeden Morgen. Aber hier geht die Sonne gerade unter, deswegen ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen heller, aber das Licht passt ja auch. Deswegen, ja, alles Klasse. gut. Wir sind alle neidisch. Ich bin hier in München, es ist diesig. Also lass uns nicht so sehr über deine schöne Situation reden, sondern vielmehr, wie es zu allem kam, was du jetzt tust und warum du da bist. Kannst du kurz mal vielleicht sagen, wie es alles passierte? Was hat Nürnberg mit Baden zu tun? Also ich als gebürtiger Hesse würde sagen, ich verstehe beide Landessprachen nicht. Also wenn die Ureinwohner ihre eigentliche Sprache auspacken. Naja, wie ging das los? Also ich habe mich ja eigentlich Anfang ja, 2021 selbstständig gemacht, nach dem Bachelor, weil ich irgendwie dachte, irgendwie jetzt in der Corporate arbeiten ist jetzt, glaube ich, nicht so meins und die Selbstständigkeit macht Spaß und ich habe ja die Ausbildung, also warum nicht Makler und wusste eigentlich schon da, ich brauche irgendeine Zielgruppe. Jetzt einfach anfangen und von Haus zu Haus zu sagen, ich mache A wie Autoversicherung bis Z wie Zahnzusatz, dann habe ich da, glaube ich, auch nicht so viel Spaß dran und ich glaube, das bringt mir heutzutage keinen Erfolg mehr und habe dann mir halt gewisse Kriterien gesetzt, die meine Zielgruppe halt erfüllen muss. Das war zum Beispiel eben, dass ich zum Beispiel nicht auf den Großraum Nürnberg beschränkt bin. Also ich wollte halt nicht nur in Nürnberg aktiv sein, sondern am besten deutschlandweit. War ein Punkt davon. Und dann habe ich halt verschiedene Zielgruppen angeguckt, die Potenzial haben. Und dann habe ich zufälligerweise tatsächlich zu der Zeit einen digitalen Nomaden kennengelernt. Dann dachte ich, hey, da gibt es noch nicht viel, das wäre doch perfekt. Beim Wort digitale Nomade, da haben wir, glaube ich, alle so ein Bild, dass da ein junger Mensch mit kurzer Hose irgendwo rumsitzt und behauptet, Geschäft. Kannst du nochmal erklären, was ist ein digitaler Nomade oder welche Betriebsarten umfasst dieser Begriff? Ja, das sind auf jeden Fall nicht die Backpacker, die von Hostel zu Hostel schlendern, sag ich mal. Das sind wirklich in der Regel Selbstständige, das sind ITler, das sind Unternehmensberater, das sind teilweise Bitcoin-Millionäre, das sind also Leute, die meistens selbstständig sind, auch eigentlich besser Verdiener, weil man muss auch dazugeben, die viele wählen diesen Lifestyle eben, weil es eben steuerliche Besserstellungen gibt, wenn man den so lebt. Und das sind eigentlich alles wirklich Leute, die auch in Hotels leben oder in Villas jetzt hier in Bali sich mieten für einen ganzen Monat oder ein ganzes Jahr. Beispielsweise E-Commerce ist ein großes Thema natürlich, ne? Marketingberater, wirklich alles, was du halt irgendwie online darstellen kannst und skalieren kannst. Und genau, die einfach nur das Reisen und Arbeiten halt verbinden miteinander. Und jetzt hast du so ein paar Branchen gesagt. Jetzt hast du dich aber damals hingesetzt, hast gesagt, ich gebe mal bei Google Digitalnomaden ein. Über was für ein Potenzial oder was hat dich überzeugt, das ist genau die Betriebsart oder da gibt es genug. Gibt es da Zahlen überhaupt zu dieser Berufsgruppe? Also es gibt Zahlen, wie weit man denen vertrauen kann, weiß ich jetzt nicht. Also es gibt eine aus 2021, die hat gesagt, es gibt ca. 32 Millionen digitale Nomaden auf der Welt, davon aber die Hälfte etwa in den USA.
Das kommt erst so Stück für Stück jetzt auch nach Europa. Und es gibt sogar eine Studienarbeit von der Universität Sydney aus dem Jahr 2018, also vor Corona, und das hat es ja nochmal mega gepusht, die sogar sagt, bis 2035 leben etwa 500 Millionen Menschen diesen Lebensstil, weil auch immer mehr Leute, ich weiß, der Hiscox weiß ich noch, ist ja genauso, die Leute müssen nicht mehr jeden Tag ins Büro kommen, können vielleicht auch mal so 2-3 Wochen wegfahren, und den Lebensstil wollen immer mehr Leute leben. Und das ist zwar auch eine heftige Schätzung, muss ich sagen, aber es wächst auf jeden Fall stetig mit an. Und damals war es halt so, ich habe diese Kriterien für meine Zielgruppe gesetzt, wo ich sagte, ich kann auch gerne noch ein paar mehr Kriterien nennen. Eine war auch noch, ich möchte eigentlich nur Bestandsgeschäft haben. Ich bin nicht so der Fan von Abschlussgeschäft. Ich möchte am besten remote komplett arbeiten können und eben selber mir aussuchen können, was ich mache und wo ich bin. Und das waren noch so 2 Punkte, und dann hat das einfach wirklich super gepasst und habe da Potenzial gesehen. Und da gab es auch schon große Anbieter. Also Dr. Walter kennt vielleicht die meisten, 150 Mitarbeiter. Aber vielleicht das ist auch so ein Ding, wenn man die Zielgruppe richtig angeht, und das nennt sich dann disruptive Innovation, halt einfach merkt, beispielsweise Dr. Walter hat mittlerweile so einen Bauchladen, die machen ja alles im Reisebereich und vernachlässigen deswegen die digitalen Nomaden. Und mittlerweile sind wir zum Beispiel vom Volumen her größer als Dr. Walter, obwohl die eigentlich viel mehr Manpower, Geld und Politik haben, als wir könnten. Mhm. Oder ich damals vor 2-3 Jahren. Und deswegen hat einfach alles gepasst damals, ja. Und sag mal, so die ersten Schritte, dann hast du den ersten digitalen Nomaden kennengelernt. Was hat dich dann überrascht? Oder wie ging das dann so schneeballartig weiter? Hast du dann, hatte der dann noch einen anderen Freund oder kam plötzlich 500 um die Ecke? Also tatsächlich war es relativ schlau, und ich glaube auch deswegen habe ich den Jungmakler-Award gewonnen. Also ich habe tatsächlich nichts gemacht im Bereich Social Media, weil ich irgendwie wusste, das ist mega anstrengend. Also so schön bin ich jetzt auch nicht, und ich kann da jetzt nicht irgendwie groß, also das braucht richtig viel Aufwand, Manpower, und das geht super langsam, Social Media und auch Social Media Ads, das braucht ein Investment. Ich war ja frisch aus dem Studium. Ich habe mir damals einfach gesagt, Moment mal, so ein Nomade, wenn der anfängt, der muss doch, also der packt ja nicht seine 7 Sachen und legt los, der ist meistens in Communities organisiert oder zu Auswanderern-Coaches geht er. Also der sucht sich Hilfe über diesen Lebensstil, und die Menschen habe ich angesprochen, diese Coaches, habe gesagt, hey, also ich bin zu den Zielgruppenbesitzern gegangen, habe gesagt, lasst uns doch eine schöne Kooperation machen, ja, habe die den gut verkauft mit ein paar schönen Ideen. Und dann haben die alle gesagt, das klingt wunderbar. Und dann bin ich dann mit diesen Kooperationen zu den Versicherern gegangen, habe gesagt, schau mal, ich habe die Kooperation mit so vielen Menschen in der Community, können wir nicht irgendwie einen coolen Sondertarif machen für die? Und dann hatte ich ein Produkt, was nur ich hatte, was besser war als der Markt, und hatte ganz einfach einen Kanal, wo ich das gleichzeitig an 1000 Leute quasi verkaufen konnte, auf einen Schlag. Und dadurch ging das wirklich raketenmäßig. Also wir hatten irgendwie nach 5-6 Monaten war ich ausgebucht für, glaube ich, 2 Wochen, und ich habe pro Woche 50 Termine angeboten. Also wirklich, das muss man überlegen, die ich selber gemacht habe damals. Und jetzt sind wir halt ein ganzes Team von insgesamt 8 Beratern. Also ich sorge für die Leads, und die anderen 7, die kriegen die halt dann und bearbeiten die quasi. Und ja, eigentlich jeden Tag kommen Anfragen rein. Ja. Hier kommen auch Anfragen rein. Das war die erste. Was ist denn im Hinblick auf die Internationalität besonders bei den digitalen Nomaden zu beachten? Geht es dann nur um E-Commerce, oder welche Sparten deckst du überhaupt ab? Das ist ein wichtiger Punkt, genau. Es geht eigentlich hauptsächlich um Krankenversicherung. Das sind sogenannte internationale Krankenversicherungen, also spezielle Krankenversicherungen für Leute ohne Wohnsitz. Da gibt es auch nur eine Handvoll Anbieter weltweit, die das machen. Und zum Beispiel, also so Gewerbeversicherung können wir gar nicht. Also, ne, weil auch das wirst du wissen, Wolf, wenn ich euch sagen würde, der hat keinen deutschen Wohnsitz. Das ist gerade E-Commerce-Firmen sind ohne Ende in Dubai zum Beispiel. Der hat einen Firmensitz in Dubai, würde ich sagen, können wir gar nicht darstellen, ja, rein rechtlich. Und deswegen gibt es vor allem Krankenversicherung, und es gibt auch so ein paar internationale Privathaftpflicht, aber that's it. Es dreht sich hauptsächlich um die Krankenversicherung bei uns. Und deine Kunden, sind die eher aus der deutschen, oder hat es deutsch angefangen und ist es jetzt international über die ganze Erde verteilt? Genau, das ist ja das Schöne dran, man darf jeden versichern, man ist nicht beschränkt auf nur Deutsche. Wir haben immer noch aber 90% deutschsprachiger Raum, also auch Schweiz, Österreicher, aber immer mehr auch Franzosen, Spanier, Brasilianer, Amerikaner, Engländer, also wird auch immer mehr, ja. Und jetzt kommt so mein Lieblingspart in diesem Interview. Kannst du uns noch mal so ein paar exotische, ich meine, E-Commerce ist ja fast schon wieder langweilig, aber du berichtest, glaube ich, mal von jemandem, der
Kannst du uns mal so drei, vier Wundergeschichten, die wir alle heute Abend erzählt haben beim Abendessen? Ey, das stimmt, es gibt wirklich ganz verrückte Leute da draußen, die eine sehr pfiffige Idee haben und da wirklich wahnsinnig, was die mit an Geld machen. Also eine meiner Lieblingskundinnen, die lebt in Südzypern am Strand und die verkauft Kurse für Hunde-Yoga und Coachings, wie du und dein Hund, ich sag mal, seelisch auf ein Level kommen. So hat sie es mir erklärt. Und die macht zum Beispiel einen Jahresumsatz von 1,5 Millionen. Beispielsweise jetzt, also das war die Dame. Dann haben wir eine weitere Person, die lebt in Costa Rica. Ich glaube, sie, also ich weiß gar nicht die Bezeichnung, ich glaube, sie nennt sich irgendwie Schamanin und die macht so Fruchtbarkeitstrommeln. Also du buchst dann mit ihr eine Session und dann trommelt die über Zoom und dann klappt es anscheinend besser mit den Kinderkriegen. Und ich glaube, so eine Session kostet 1.000 Euro bei ihr. Also das ist auch sehr interessant gewesen. Und jetzt der dritte Fall, ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen kann. Also, okay. Nee, war jetzt nichts Illegales, aber halt im Rotlichtmilieu war auch einer unterwegs. Wir haben auch Escort-Damen schon versichert, die halt weltweit gebucht werden und dann halt auch dahin fliegen. Also das haben wir auch, ja. Okay, lass uns schnell von dem Thema wegkommen, aber jetzt noch zu der Beratung. Das läuft ja dann eben alles so ab, wie wir jetzt beiden sprechen. Wie geht das? Ich meine, ihr kennt euch nicht, es ist auf Englisch und da musst du Krankenversicherung auf Englisch übersetzen. Ist das einfach etwas, was wir noch nicht verstanden haben in Deutschland, dass man eben so ganz normal verkaufen kann? Genau, also das ist tatsächlich übrigens ein Problem. Wir haben also englische Berater in Deutschland zu finden. Das ist echt gar nicht so leicht mal an der Stelle. Aber grundsätzlich sind es halt einfach nur Interessenten, die halt uns irgendwie im Internet gefunden haben und die durch einen Auswanderer-Coach zum Beispiel auch empfohlen wurden. Und dann halt einfach sagen, hey, ich habe gehört, ihr macht internationale Krankenversicherung. Dann erzählen die uns ihre Lebensgeschichte, was sie vorhaben, wo sie hingehen, was sie machen, ob es eine Familie ist oder nicht. Und dann ja, mit ein paar gezielten Fragen wissen wir dann, was sie brauchen und dann beraten wir sie hinsichtlich Krankenversicherung. Also eigentlich, die sind alle super entspannt. Das Durchschnittsalter ist auch super jung. Ich glaube, bei uns ist es bei 33. Also es sind auch alles Leute, die halt wirklich jetzt wirklich, also die einfach offen sind für alles, die auch wirklich sagen, hey, ich will jetzt auch raus oder ich wandere jetzt aus oder ich lebe jetzt da und da und ich treffe hier auch super viele. Also es ist total klasse, auch gerade in Nomaden-Hotspots, wie jetzt hier Bali oder auch Kopangan, gehe ich in einen Café, da werde ich auch erkannt. Das war das allererste Mal, also das war jetzt zwei, dreimal passiert. Und es waren auch Kunden von mir, die ich jetzt halt nicht im Blick hatte oder die halt bei einem Mitarbeiter von mir waren. Da fühlt man sich schon wie ein Popstar, muss ich ehrlich zugeben. Das war dann ganz cool. Also es sind ganz entspannte Leute. Also eigentlich ganz normal. Wunderbar. Ich höre jetzt hier, während wir sprechen, Musik. Ich hoffe, dass es nur mir so geht oder dass es vielleicht bei dir im Hintergrund ist. Aber davon nicht stören lassen. Robin, sag noch mal ganz kurz, jetzt hast du ja schon ein Unternehmen aufgebaut. Wir haben heute einen Slot gehabt über die Konsolidierung, dass Makler gekauft werden. Hast du das Gefühl, dass du da schon auf dem Zettel bist von jemandem oder bist du dafür zu klein? Kriegst du das in Bali mit, dass Zielgruppenmakler gesucht werden, um gekauft zu werden? Das ist total witzig, die Frage, weil tatsächlich in den letzten 6 Wochen haben sich zwei Investoren bei mir gemeldet, also ein Business Angel und ein Investor, also vielleicht im Unterschied, der Investor will es wirklich kaufen, der Business Angel will eher mit einsteigen und das quasi mit seinen Kontakten größer machen, war jetzt echt spannend, also da war ich glaube, da war ich noch in Vietnam, war ich nämlich davor, vor Bali. Und da kam dann echt so eine E-Mail rein und dann haben die mir halt auch Fragen gestellt, um was sie halt machen. Und so ständig so Fragen, ja, Rob, was wäre für dich denn so ein Preis? Was ist so Buyout? Wo willst du hin? Ja, ich sagte, ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Also ich habe das ja vor 2, 3 Jahren gemacht. Lief super, macht Spaß, finanziert mir das ein gutes Leben. Aber jetzt dann plötzlich auch, dass dann wirklich auch mal Summen genannt werden und was das wert ist und was dass da Leute Interesse haben, auch mit viel Manpower und Geld das größer zu machen, das war schon spannend, bin ich ehrlich, ja. War schon spannend.
sage mal jetzt, und das, jetzt haben wir die Kennenlernen alle von Neid erblasst. Was wären so deine Tipps für die Zuhörer, die sich überlegen, ich mache jetzt auch einen Zielgruppenmakler, ich suche mir eine Zielgruppe aus. Kannst du mal nochmal so aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du einen Zwillingsbruder hättest, was du dem jetzt raten würdest, wenn er von Scratch, also von Null anfangen würde, wie soll er sich aufstellen? Also was ich wirklich zu 100% empfehlen würde, und das würde ich jedem raten, der anfängt, ich würde es aber auch, glaube ich, schon Leuten raten, die vielleicht schon länger dabei sind, ich würde mir immer eine Zielgruppe suchen. Es macht so viel Sinn, seine ganzen Ressourcen auf eine bestimmte Zielgruppe zu richten. Und es gibt so viele da draußen. Also zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich würde jetzt behaupten, wenn man jetzt sagt, ich gehe auf Papas, das ist für mich keine Zielgruppe. Ja, also das ist ja auch viel zu groß. Das ist ja was, und du musst auch immer überlegen, hat denn diese Zielgruppe einen gewissen Bedarf, der vielleicht von dem normalen Makler, der mit in Kontakt kommt, gar nicht abgedeckt wird. Und also ich würde mir immer eine Zielgruppe suchen, und zwar wirklich nach, wie ich, vordefinierten Kriterien, die man sich selber setzt, dass man sagt, das ist super, super wichtig für mich. So sieht auch vielleicht dann mein Werdegang aus, oder so möchte ich mal in 2-3 Jahren arbeiten können. Vielleicht ist es auch remote, vielleicht wollen aber manche den Menschenkontakt, das muss halt einem klar sein. Und dann auch diese Zielgruppe und dann auch wirklich nicht davon abweichen. Ich habe schon ein paar Mal den Fehler gemacht, dann kam halt irgendwie eine Anfrage von einem Kunden, der meinte, ich habe eine Schwester, die braucht eine BU. Und dann hast du gedacht, oh, eine BU, ne, macht ja Spaß, das Geschäft, das mache ich jetzt mit. Ich habe das immer bereut im Nachgang. Nicht, weil ich das Geschäft nicht bekomme, ich habe das auch bekommen, aber dann muss man sich da wieder reinfuchsen und dann hat die Rückfragen und dann ist man eigentlich gar nicht so drin. Man macht 99% Krankenversicherung und dann muss man sich um andere Themen kümmern. Und ich habe jetzt wirklich gelernt, vehement Nein zu sagen. Wenn irgendwas anderes kommt, wie internationales Geschäft, Auswanderer, sonst wie, sage ich einfach nur Nein. Weil ich hatte jetzt auch letztens eine Anfrage, auch von einem digitalen Nomaden, der hat einen Kumpel daheim in Deutschland, der lebt da auch noch und hat jetzt eine Firma gegründet und braucht PKV und Gewerbeversicherung. Da habe ich gesagt, du, mache ich nicht. Also ich habe da 2-3 Makler, mit denen, die empfehle ich dann, sage, hier gehen wir zu dem, der macht das ganz gut, aber wirklich vollen Fokus auf die Zielgruppe, egal wie lukrativ das Geschäft umherum ist. Ich habe es bisher immer bereut. Immer, ich dachte, oh ja, das ist ja was Nettes, das mache ich mit. Das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung, wirklich. Und dann halt auch ganz klar also sich überlegen, wie sieht denn meine Zielgruppe aus? Ja, und vor allem, also die sogenannte Customer Journey nennt man das immer so gern. Ja, wie ich jetzt gesagt habe, der Nomade fängt nicht an, seine Koffer zu packen und geht einfach los. Der plant das ein halbes Jahr vorher, ein Jahr vorher. Der guckt sich im Internet an, schließt sich Communities an, Telegram-Gruppen, keine Ahnung. Und da sind die Leute. Und dann muss man es auch erwischen. Ja. Jetzt kam mir noch eine Frage rein, welche Beratungs- und Dokumentationspflichten musst du berücksichtigen? Klingt ja jetzt alles total easy, global, alles versicherbar, von dem Punkt überall. Hast du dich damit auseinandersetzen müssen? Selbstverständlich. Da übrigens Grüße an den Florian Lehner. Ich sehe, der hat die Frage nämlich gestellt. Das ist mein alter Chef bei der Nürnberger gewesen. Jetzt ist er bei Compliance. Deswegen da schöne Grüße nach Nürnberg. Nee, natürlich ist das trotzdem Pflicht. Also die wird einem nicht abgenommen. Wir machen natürlich weiterhin Beratungsdokumentation. Wir arbeiten, also wir sind auch bei der FEMA angebunden. Und da muss ich echt sagen, die FEMA bietet da relativ viele Tools, die das ziemlich einfach machen. Und natürlich holen wir uns die auch vorher ab, dann entsprechend, damit da wir keine Vergehen begehen. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, die Digitalnomaden, die planen. Du bist ja auch eigentlich einer. Was planst du? Wo geht's jetzt weiter? Von Bali wohin? Dann geht's kurz nach Singapur, danach nach Zypern und danach nach Griechenland mit einem Katamaran durchs Ionische Meer. Mit einem Geschäftspartner tatsächlich, also auch einen Auswanderer-Coach, also ein sehr bekannter Christoph Heuermann von Startlos, war schon auf ZDF und Galileo und sowas, der ist sehr bekannt, dem auf seinem Katamaran für eine Woche. Dann bin ich kurz mal in Deutschland, allen Hallo sagen und dann geht's nach Georgien, Montenegro, Albanien und dann Ende des Jahres wahrscheinlich zu den Philippinen, ja. Achso, und Polen noch zwischendrin, ja. Aber wonach suchst du diese Weltreise aus? Es wird ja immer schlimmer, mit dir zu sprechen. Nach Kunden oder nach Ländersicht? Nee, also weiß ich natürlich auch ein bisschen, was einen interessiert.
dann, keine Ahnung, jetzt beispielsweise via Griechenland, weil halt da der Christoph gerade ist und meinte, hey, er ist da mit seinem Boot. Und ich meinte, ich wollte schon immer mal die griechischen Inseln mit dem Boot erfahren und das hat sich ergeben. Und Montenegro und Albanien habe ich super viele Empfehlungen gehört. Georgien, gerade Tiflis, also viel auch nach Empfehlungen, was passt. Und Polen hat jetzt ein Kumpel gesagt, er würde da halt mal 10 Tage einfach mal durch die verschiedenen Städte fahren und da habe ich gesagt, ja, komme ich halt mit. Also und Philippinen wurde tatsächlich jetzt am Samstag erst beschlossen, haben wir hier Leute kennengelernt und die haben uns ihrer Geburtstagsparty eingeladen und da waren sehr viele Deutsche, die auf den Philippinen leben und da ihre Firma haben, auch erst Mitte 30 und die haben sehr davon geschwärmt. Das soll wie Bali vor 5 Jahren sein und jetzt habe ich die Insel Palawan. Das ist einfach auch so eine Insel da und die soll sehr, sehr schön sein, ja. Ich glaube, wir müssen aufhören, Robin, weil ich kriege Fieber von deinen Plänen. Ich finde es richtig, richtig cool, was du machst. Gratuliere dir ganz toll. Das ist einfach ein Role Model. Wünsche dir noch ganz viel Glück mit deinen Kunden und freue mich auf neue Kunden, die Sachen machen, die wir beide noch nicht so ganz verstanden haben. Und ich wünsche dir auch, dass du vielleicht selber mal Kunde wirst bei dem Hund und dem Yoga und dann vielleicht unser beides ästhetisches Gleichgewicht bringen. Also, danke dir ganz viel, ganz toll. Bleib gesund. Wir beobachten dich weiter und vielleicht darf der ein oder andere dich hier mal kontaktieren, wenn er noch einen Tipp braucht. Absolut, immer gerne. Also einfach vielleicht grenzenlos-sicher.de oder halt einfach Instagram Robin Lerch, schreibt mir. Ich bin immer, freue mich auf einen Austausch und wenn ihr auch in Bali seid, gerade super gerne treffen, bin ich immer dafür, ja. Super. Also, alles Gute, Robin, grüß Bali von uns und mach ich. Ja? Super, macht's gut. Ja, bis ciao. Dann. Ciao. Tschüss.